Alles wartet wieder. Lecker nicht so viel. Ich lecker gar nicht. Wo ist Enrico überhaupt? Ja, auf Server ist er ja, aber ich weiß nicht, wo der hin. Bei euch noch näher, ich komm gleich. Jetzt reicht schon Scheiß. Erscheinen reicht. Ja. Ach, der ist da hinten. Ach, der ist bei dem anderen Biker-Dingsbums da. Ja, kann sein, ja. Da hab ich nämlich mein Clubhaus. Ja, okay. Mein Biker-Clubhaus. Das war nämlich das, was es kostenlos mit zu dem Criminal Enterprises Paket gab. Nur noch was suchen, Kost. So schnell wie möglich sein. Dann wärst du ja schon hier, wenn es so schnell wie möglich ging. Wir warten alle. Ich will übrigens morgen Probe arbeiten. Oh, cool. Kann das vielleicht bald wieder arbeiten gehen. Und in welches Freudenhaus gehst du da? Baumarkt. Ja, alles mal durchgespielt, ne? Oh, ich glaube, die Sonne kommt raus. Kann das sein? Du hast angefangen. Ja, genau. Hab mal kurz Spaß. Wir haben immer Spaß. Aber wie schnell bist du eigentlich immer? Wie hat er angerannt? Ja, du bist aber irgendwie gefühlt immer schneller als ich. Nein, das brauche ich jetzt selber. Ich bin an dem scheiß Ding da hängen geblieben. Du bist doof. Ich bin an dem scheiß Ding hängen geblieben. Hat er sich selbst umgebracht? Ja. Perfekt. Und hast gehört, er ist an seinem Ding hängen geblieben. Ja, dem komischen, an der Begrenzung da. Aber dafür habe ich dich jetzt durch deinen Busch geholt. Hast du mich denn da ja geholt? Aus deinem Busch. Ja. So ist das mal gut. Ich hab schon wieder eine Vorahnung, das ist wieder gerade eskaliert. Und weißt du, wir sind schon wieder seit Viertelstunde, 20 Minuten dran und Enrico ist immer noch nicht hier. Ja. Schlimmer als Yvonne. Ja. So lange ist das nun auch nicht. Also, Viertelstunde sind wir schon dran. Ich meine, Enrico, wir finden das zwar gut, aber du musst den Frauenpart nicht unbedingt übernehmen heute.
Hallo, ist gut, ich habe jetzt, ich habe auch nichts aus. Ja, ist gut, gut. Ich hab gedacht, ich finde es, aber. Nö. Guck, da hatte ich gedacht, nee, wir finden dich mal kurz. Verarschen dich. Na gut. Dann nett. So. Gucken wir mal in den Himmel, wo er bleibt, der Vogel. Irgendwo da muss er kommen. Irgendwo da. Da, da ist er. So. Wollen wir dann mit dem Intro anfangen? Ich tanze wieder ein bisschen aus der Reihe. Ich habe nur das Auto hier stehen. Ja, können wir. Warte. Jetzt mal sortieren. Genau. So. Na dann. Herzlich willkommen. Heute hier wieder zu einem Meeting von Crazy Frog YouTube. Heute mal erstmal. Vielleicht später noch zu viert, erstmal nur zu dritt. Wir wissen es noch nicht so genau. Ja, der kleine Finger von Kevin. Und ja, wir wollen guck mal gucken, auch, es gibt ich ja weiß, noch, was doch klein ist. Da ist da. Da? Ja, stimmt. Nee, das da oben ist auch klein. Das, oh. das da oben da. Ja, wir wollen gleich mal uns noch ein paar von diesen Halloween-Events dieses Wochenende angucken. Deswegen heute auch mein Outfit. Passend zum Halloween-Wochenende. Und vielleicht kommt nachher noch ein viertes Spieler dazu, da wollen wir dann vielleicht noch Playlist machen. Mal gucken. Besprechen wir noch nicht, aber ja. Ich gebe jetzt erstmal ab hier an den kleinhirnigen Kevin. Also, ja, erstmal Happy Halloween natürlich, so kurz nach Halloween, ja. 2. und 3. November kommt die Folge raus. Ja, ihr seht, wir sind nur zu dritt. Die Bonn ist heute aus privaten Gründen nicht mit dabei. Die wird hoffentlich in der nächsten Aufnahme wieder mit dabei sein. Also in der nächsten Aufnahme Session mit dabei sein. Die ist noch zu fertig, liegt noch zu Hause im Bett. Ja, genau. Die. Ist egal. Ja, wie Markus sagte, wir warten vielleicht heute noch einen vierten Spieler, müssen wir mal gucken. Ansonsten sind wir heute nur zu dritt. Aber ich finde schon irgendwas, was wir machen können. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt, ausgedacht. Und dann kriegen wir das heute schon hoffentlich ein bisschen lustig gefüllt. So wie sie. Vor allem, ich sag das und Enrico's Gartner, yeah, yeah. Ja, das sah jetzt aus meinem Augenwinkel ein bisschen anders aus, aber ist okay. Ja, so, gut. Dann schauen wir mal, ob wir uns mal hier so ein Dings hier, gehen wir mal Jobs spielen. Genau. Für die Booker-Serie gibt es ein bisschen was Neues mit dreifachen RP und ja. Schlitzer ist diesmal mit dreifachen RP. Ja. Schlitzer muss. Da haben wir, glaube ich, auch noch nicht alle gemacht. Aber wir kriegen das schon irgendwie. Kriegsgebiet, ich überlege mal gerade unter. Ach ja, genau. Mit 20.000 Dollar, um ja, RP zu bekommen. Bunkerschlitzer ist dreifach RP. Machen wir Out and Play ist Doppel RP. Aua. Könnte man auch mal probieren, hier Come Out and Play. Drei Läufer kommen an der Mitfrucht. Ja, wir sind einer zu dritt, Gebäude ne? schaffen. Ja, dann sind es halt einer, der wegrennt und zwei Läufer. Ist doch egal. Und dann starte mal. Ja, das können wir auch machen. Klar. Das ist ganz witzig, den Modus. Dann habe ich mal. Ich glaube, den Aufnahmen haben wir den noch nicht gemacht. Dann machen wir den heute mal in der Aufnahme. Komm. Gut, dann machen wir mal Come Out and Play. Ja. Eigentlich sind immer diese Festtags. Playlist sind eigentlich mal ganz cool. Hör auf mit der Scheiße jetzt. Geht der Kevin heute raus? Hä? Und bittet nach Süßigkeiten? Nö. Wir haben eigene Süßigkeiten, wir brauchen nicht rausgehen. Ich hab gehört, wie die Scheibe eingehauen hast, du. Ich hab gar nichts gemacht.
Ja, doch. Es war nur schlechte Luft hier drin, deswegen habe ich sie einfach mal kurz eingeschlagen. Ich kenne das Spiel. Nee, ich mache nichts, wirklich. Ich bin aber gerade mehr da. Ich mache auch nichts, ich bin hier stehen geblieben. Du bist eingeladen worden. Ich weiß, ich hab schon, bin schon dabei. Okay. So. Ein Dreier verkommen an der Red Bull Lights Rennstrecke raus zum Spielen. Einer von ihnen muss in weniger als 10 Minuten bis in das Gebäude von Rebel Radio schaffen. Mit nur einem Leben und ein paar Waffen zur Auswahl. Ein Ruder aus 5 Jägern. Gut, ihr richtet jetzt auf 8 Spieler. Hätte sie auf Blazers Kreuz mit nur abgesägten Schrotflinten bewaffnet. Die Jäger haben unbegrenzt viele Leben. Aha, okay. Dann machen wir halt einen Läufer und zwei Jäger, oder? Würde ich sagen. Ja, willst du es so machen? Ich hätte anders. Ja, gut, wir hätten nicht jetzt anders. Wir können auch zwei Läufer und einen Jäger machen. Bei drei Leuten ist das vielleicht besser. Ansonsten. Dann machen wir es so. Ja, wir können ja mal durchwechseln. Wir probieren es jetzt einfach mal mit einem Läufer zwei Jäger. Machen wir mal so. Wir können ja dann immer mal ein bisschen switchen. Und wenn der neue vielleicht kommt, dann kann man ja immer noch mal auf 2-2 gehen oder auf 3-1 oder wie auch immer. Dann neue. Wobei, es steht jetzt ja gerade so ein bisschen auf, dann ist es nicht langweilig, weil es gibt mehrere Modi und ich sehe schon mal Nummer 5. Und dann kannst du pro Modus immer wieder was Neues wählen. Markus? Ich habe noch ein paar eingeladen jetzt hier, noch ein paar random. Okay, einer kommt schon. Okay, das wäre auch eine Idee, ja, dass wir dann da ein bisschen durchwechseln, dass wir drei zum Beispiel sagen, wir machen Jäger oder so. Wenn viele kommen. Kacke am Haus, YouTube. Die kommt aber nicht. Aber der eine hier, dieser XB10. Ja, auch an 50, der würde ich auseinandernehmen. Level muss nichts heißen, es kann ja auch ein zweiter Account sein. Oder ein dritter Account sein. Ich sag ja Level 59, der würde uns auseinandernehmen. Abwarten. Ist meistens so. Es sind aber auch viele Spieler dabei, die immer ein bisschen was, die immer neu sind. Was haben wir denn überhaupt? Wir sind Läufer. Aha, Marco ist noch nicht ein Läufer und Enrico, der random sind Jäger. Toll. Ja. Ja, na toll, super. Ja, das kann natürlich jetzt auch immer mal sein. Ne? Gut, vor ja, lass das, ist okay. Du kannst doch zu uns rüberkommen. Nein, ich meine Outfit, mein Outfit wurde gerade gestellt. Ich habe auch richtig. Hör auf mit dem Schatz, mach die Maske weg. Ja, egal. Naja, gucken wir mal, wie es läuft. Also, come out and play, Teil 1. Tötet alle Kevin. Das sagen wir normalerweise zu Yvonne. Come out and play. Come out to play, ja, heißt es ja. Play to come. So, auf geht's. Also, wir haben ein Ziel, wer möchte Jäger und erreiche die Fluchtzone. Das ist der Plan an der Sache. Wir haben natürlich volle Waffen. Die Jäger haben unendlich Leben, wir haben nur eins. Also, wenn wir tot sind, sind wir tot. Ja, das ist es halt. Wir können halt quasi aufräumen. Also, sie können jetzt halt komplett ausschalten. Mit Quads kommen die. Da kommt einer schon von denen. Leute, wir müssen auf den Quad bleiben. Oh, der eklig. Der eine war schon hinter der Wand. Dankeschön. Boah, das war wichtig. Kann ich das Quad nehmen? Nee, kann ich nicht. Dankeschön, das war sehr wichtig, dass du mir die gerade weggeholt hast. Weil der wollte ja nicht ans Visier. Schon eklig. Oh nee, ich war ernsthaft jetzt, ich komme durch die Röhre nicht durch. Boah, warum kann ich nicht schießen, Alter? Ich kannte dich auch gerade so aus der Röhre. Ich konnte nicht mal durch die Röhre durchgehen. Ich muss gehen. Das ist geil, die Leute wissen, dass wir Samstag Drehtag haben und die laden mich trotzdem im Party ein. Na hier deine Kumpels, ja, hier vom RP. Aber auf der eine hängt er hinter uns. Ja, ich sehe es. Schon lange nicht mehr hier, es sind alle tot. Ach, wir müssen da hoch, okay.
LOL, Alter, nehmen wir normale Waffen. Ich bin nicht normal, also geht das nicht. Ich bin schon fast im Ziel. Ach, ich sollte vielleicht mal das Auto-Aim auch auf Freunde stellen. Nö, lass mal. Denk mich aber Arsch, das habt ihr doch auch an, also. Nö, gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Du bist der Profischütze, du kannst das so gut. Definitiv. Richtig. Instant Headshot. So, wieder Läufer. Das gleiche Spiel schon noch einmal. Runde 2. Ja, wahrscheinlich wechselst du nur, wenn die uns besiegt hätten. Ja. Ja, klar, das ist. Oh. Die Priorität alle. Sieht man uns eigentlich auf der Karte bei dir, Enrico? Yep. Das ist ja scheiße. Wäre schlecht, wenn nicht. Ihr seht uns doch auch. Wir könnten ja auch aus Spaß den das hat mal dann ausschalten. Er das Spiel verlassen. Wow. Der andere hat das Spiel verlassen, na super. Oh, das ist assi. Spielverderber, buh. Mitten in der Runde. Na gut, das ist eigentlich relativ easy. Ist auch geil, dass du auf den Typen schießt, der einfach nur vor dir steht. Ich hab jetzt nur um dein persönliches Ego zu präsentieren. Mein persönliches Ego? Ich hab nur irgendwas gesehen, ich hab nicht mal gesehen, wer es war. What the fuck? Hast du gesehen, wie ich runtergerutscht bin? Ja, ich hab dich nur über diesen kleinen Matschhügel fliegen sehen. Hui! Hast du mich echt überfahren mit und dann an einem Schlag getötet? Ja. Krass. Seht ihr mich eigentlich auf der Karte? Nein, ja. Nur wenn du Krach machst. Ja, standardmäßig halt. Nein, es kommt jetzt keiner Party. Pass auf, links von dir, Markus. Hör auf zu petzen! Es ist mein Mitspieler. Das ist Assi. Das gehört wir sich wollen, nicht. Wir wollen das gewinnen. Stummig! Okay, alles gut. Beim Dings, beim Paintball und so sagt man immer, tote Leute reden nicht. Nee, alles gut, ja. Dann machen wir das auch nicht. Das ist unfair, da habe ich ja gar keine Chance. Der ist so schon besser. Danke. Das muss ich extra nachher nochmal in meinem Video nochmal doppelt und dreifach nochmal wiederholen. Ja, mach mal schwarz-weiß mit Echo. Ui! Super. Genau. Winner, winner. Some fucking dinner. Hab ich gerade noch? Ja, scheiße, dass der eine rausgegangen ist. Das fand ich jetzt ein bisschen. Ich würde sagen, danach machen wir einfach Schlitzer. Das können wir wenigstens auch zu dritt spielen. Da gibt es ja kein Team in dem Sinne. Ich glaube, wir haben noch eine, ne? Jetzt haben wir doch mal. Warte mal, wie spielen wir das ganze Ding jetzt? Ich Läufer oder was? Ich Jäger und. Oder zwei Jäger, ein Läufer? Zwei Runden gewonnen sind. Wo ist Kev? Ah, okay. Wir haben ja. Okay, ein Läufer gegen zwei Jäger. Alles klar. Also bist du jetzt Jäger, ja? Ich bin mit Enrico. Du bist Läufer. Ja, ich bin alleine Läufer. Ja, hör auf, der Scheiße. Aber ich hab dich, glaube ich, mit dem Quad hat sich noch gekriegt. Ja, ich hab dich so hart in den Kopf geschossen und trotzdem nicht getroffen. Ich glaube, das Quad hat dich noch gekriegt, so ein bisschen. Ja, du hast mich noch überrollt. Ja, das war eigentlich der Plan. Scheiße. Ja, das ist jetzt das Problem, wenn du jetzt nicht aus dieser scheiß Dings rauskommst. Ja,
Na gut, du kannst mit der Schrotflinte halt nicht vom Quad schießen, das ist das Problem. Hä? Ich hab dich getroffen! Schon wieder! Ein Cheater, schalt deine Cheats aus. Gottmut, das ist nicht erlaubt. Ich hab nichts an. Ey, oh, Alter! Was? Ich dachte, ich krieg dich. Hier über mich drüber geflogen. Ja, ich bin immer so eine Kante drüber. Sieht im Video bestimmt geil aus. Also, bei mir auch nicht schlecht aus. Das gibt's nicht. Das Problem, du kannst, ich kann mit der Schrotflinte nicht vom Dings ausschießen. Doch schon, aber es ist anstrengend. Drei Schüsse und ich bin tot, Alter. Mach keinen Bock. Scheiße. Einen hätte er noch haben müssen, wäre weg gewesen. Das Problem war erst, du bist gegen dieses Gitter gefahren. Das war im Weg, meine Schüsse sind da abgeprallt, ey. Den Motorgeräusch aufzukommen. Hä? Also sieht er mich, wenn ich laut fahre? Ja, wenn ihr angefahren kommt, dann sehe ich euch ja. Aber oh. So vorher nicht. Ja, das ist kacke, du bleibst immer irgendwo hängen. Ich bin ja sowieso generell hängen geblieben. Das ist normal, das kennen wir. Als Läufer bist du eigentlich guck mir alle weniger einen Vorteil. Ja. Sechs Tore. Das sieht ja jetzt komplett neu. Davor haben wir gewonnen, jetzt haben wir verloren und es ist trotzdem die Siegerlage. Aber zwei Siege, ja, doch. So. Black War. Ja, aber da ist kein doppeltes drauf. Nee. Wir gehen mal erstmal wieder auf freien Modus und gucken mal nach einem neuen. Ist ein lustiger Modus, muss ich sagen. Es macht Spaß. Aber da brauchst du mehr Leute für. Ja. So. Ich lade dann gleich wieder ein. Du, wo bist du? Du bist gleich noch Rabatt. Oh. Was ist denn dein Geld? Du nicht. Ich hab kein Geld. Achso. Du hast das Geld. Dumm. So, haben wir hier irgendwie. Ah, wir sind aber noch einem Server. Thank you.